Und da sind wir heute beim 20. August 1952. Vor 70 Jahren, da starb Kurt Schumacher, der erste Vorsitzende der 1945 neu gegründeten SPD. Er war einer der erbittertsten Gegner der Nazis und nach 1945 der Einheitsfront mit den Kommunisten. Michael Kück erinnert an einen der großen Nachkriegspolitiker der alten Bundesrepublik. Die Nationalsozialisten hassen und bedrohen ihn. Doch Kurt Schumacher lässt sich bis zum Schluss nicht einschüchtern. Mit 19 Jahren muss ihm als Soldat im Ersten Weltkrieg nach einem Schusswechsel der rechte Arm amputiert werden. Das Leben als Invalide prägt den späteren Sozialdemokraten, auch im Kampf gegen die NSDAP. Ihnen hält er im Februar 1932 im Reichstag vor, ihr Verhalten sei ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Und wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass ihn zum ersten Mal in der deutschen Politik die rechtlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist. Für sein Rückgrat muss er später bezahlen. 10 Jahre verbringt Schumacher nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Konzentrationslagern. Fast blind und als körperliches Wrack wird er 1943 aus der Haft entlassen. Und doch bastelt er unermüdlich weiter an seinen Plänen. Noch während der letzten Kriegstage laufen bei ihm in Hannover die Fäden zusammen, um die deutsche Nachkriegs-SPD zu gründen. Im Oktober 1945 ist es soweit. Wir sind eine Partei der guten Zusammenarbeit, aber wir sind keine Partei der Unterwerfung. Schumacher wird erster Vorsitzender, ist unumstrittener Führungskopf der Sozialdemokraten und schon zu Lebzeiten ein Phänomen. Der hagere Mann mit dem zurückgekämmten Haar verschafft sich mit sprachlichem Talent, Zähigkeit und Arbeitseifer Respekt, auch beim politischen Gegner. Seine Zuversicht für eine bessere Zukunft nehmen ihm die kriegstraumatisierten Menschen ab, wo er doch selbst so viel Unmenschliches erleben musste. Viele sehen in ihm eine der politischen Galionsfiguren der Bundesrepublik. Doch zum Bundeskanzler machen die Wähler seinen CDU-Kontrahenten Konrad Adenauer. Dessen Pläne, Deutschland stärker an die Westalliierten zu binden, lehnt Schumacher ab. Wir wissen, dass die einzige Stelle der Welt, von der heute Hilfe kommen kann, die Vereinigten Staaten sind. Aber wir wollen als deutsches Volk selbst entscheiden über die sozial-ökonomische Struktur unseres Landes. Für den Oppositionsführer ist die Westbindung eines der Hindernisse auf dem Weg zu Deutschlands Einheit. Ebenso die von der Union geforderte Wiederbewaffnung der noch jungen Bundesrepublik. Doch ebenso klar setzt sich Schumacher auch gegen die Politik vom linken Rand zur Wehr. Den Kommunisten gibt er eine Mitschuld an Hitlers Machtübernahme. Im deutschen politischen Parteiensystem hat die Sozialdemokratie die Linke. Und weitere Gäste sind da nicht gefragt. Der Gesundheitszustand des SPD-Chefs verschlechtert sich weiter. Die Langzeitfolgen jahrelanger Quälereien machen sich immer stärker bemerkbar. Ende 1951 erleidet er einen Zusammenbruch. Doch sich zu schonen, das kommt für Schumacher niemals in Frage. Und doch kommt die Nachricht seines Todes im August 1952 plötzlich und überraschend. Schumachers Stellvertreter Erich Ollenhauer ist sichtlich getroffen. In dieser Stunde, kaum 24 Stunden später, ist dieses jähe Ende noch genauso unfassbar wie gestern. Und die Erinnerungen und Gedanken versuchen mühsam, das Bild des Lebenswerkes dieses Mannes zu formen, der nun für immer stumm sein wird. Als Schumachers Sarg von Bonn nach Hannover überführt wird, stehen Tausende an den Straßen. Sie wollen sich verabschieden vom engagierten Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten, vom Gründer der Nachkriegs-SPD und einem der Gründerväter der Bundesrepublik. Kurt Schumacher stirbt am Abend des 20. August 1952.